Bei Specific Media. Bei mir ist Steffen Hopf, der neue Deutschlandchef von Specific Media. Hallo Herr Hopf. Schönen guten Tag, freut mich, dass Sie hier sind. Sagen Sie, was ist eigentlich Specific Media? Ist das jetzt noch ein Ad-Network oder ist das schon eine richtige Medienmarke? Also wir sehen uns selbst als Digital Media Company. So gesehen ist das letzte mittlerweile wohl eher treffend. Wir kommen aus dem Bereich Ad-Network, wir haben das seit über 10 Jahren mit erfunden, dieses Business, werden auch weiterhin hier tätig sein in diesem Bereich, werden uns aber mit jedem Quartal, mit jedem Jahr auch weiterentwickeln zu einer digitalen Media Company, so dass wir uns auch schon als Medienmarke sehen. Und dazu braucht man ja Content. Nun ist Specific Media der Content Owner sozusagen von MySpace geworden. Was fangen Sie damit an? MySpace ist an sich gesehen eine tolle Marke, nach wie vor. Es hat sicher einige schwierige Jahre hinter sich. Die Pläne bei uns für MySpace sehen ganz klar aus, dass wir diese Brand wiederbeleben wollen. Wir wollen ganz klar in den Bereich Vertical Social Network gehen. Wir glauben nicht, dass es Sinn macht, noch ein weiteres Social Network zu versuchen zu etablieren, sondern stattdessen sich um Themeninhalte zu drehen. Und hier unser Thema Musik und Entertainment. Das ist ein sehr spannendes, sehr emotionales Thema für die User. Und wir möchten MySpace die Plattform werden lassen, wo die Fans mit ihren Bands, Sängern, Artists sich connecten, wo man uniken Content findet, wie Konzertmitschnitte, Videos von Musikern etc. pp. Also Specific Media ist jetzt auch ein Bewegtbildvermarkter, jedenfalls mit MySpace. Die Inhalte sind aber zum Teil ja User-Generated Content. Ist das ein Problem für die Vermarktung? Nicht wirklich. Ich denke, dass die Akzeptanz von User-Generated Content mittlerweile sehr groß ist, dass Kunden und Agenturen genau wissen, wie man das bewerten muss und bewerten kann. Ich sage jetzt hier auch den großen Erfolg von anderen Marken, wie zum Beispiel Facebook, die durchaus User-Generated Content sind und dennoch als Werbetreibende oder Werbeplattform sehr stark in Erscheinung treten. Mittlerweile, denke ich, sind wir erwachsen genug im digitalen Bereich, dass wir damit umgehen können und auch genau bewerten können, dass es vermarktbarer Content ist und wie wir ihn vermarkten können. Aber Specific Media bleibt ja auch irgendwo noch ein Ad-Network. Gleichzeitig ist es ein Content-Owner. Ja. Hat man nicht da so ein bisschen das Problem, dass man eine Konkurrenz wird zu den Werbeträgern, dass man so gar nicht mehr so einfach als Ad-Network in Erscheinung treten kann? Nein, sehen wir anders. Wir glauben nicht, dass Partner, Publisher-Partner jetzt Angst vor uns haben müssen oder nicht mehr mit uns zusammenarbeiten wollen, weil wir plötzlich mit MySpace Owned and Operated Content besitzen. Ich denke, wir haben hier die ganz normale Weiterentwicklung gesehen von einem Ad-Network zu einer Medienmarke. Und wir sind viel eher vergleichbar mit beispielsweise einer Yahoo heutzutage, die ja auch mit Yahoo Owned and Operated und drumherum ein großes Netzwerk von Partnern haben. Ich glaube nicht, dass wir uns hier irgendwelche Gedanken machen brauchen, dass wir Publisher verlieren. Ganz im Gegenteil, Publisher mögen uns, weil wir erfolgreich für sie sind, weil wir sie gut monetarisieren und das können wir auch in Zukunft machen. Also auch kein Zufall, denn Sie kommen ja auch von Yahoo, also hat Specific Media ganz clever offensichtlich eingekauft. Werden denn die klassischen Ad-Networks aussterben? Das ist eine Frage, mit der ich immer häufiger konfrontiert werde, auch mit diesem Aufstieg von den ganzen Ad-Exchanges und Real-Time-Bidding. Ich glaube, generell muss man die Frage anders stellen, wer wird denn die digitale Revolution, in der wir uns befinden, nicht überleben? Und ich glaube, solange eine Company da ist und Value mitbringt für den Advertiser, für die Agenturen, hat es ein Daseinsberechtigung. Und da kann es ein Ad-Network sein, sei es ein Data-Network, sei es ein Publisher, ganz egal. Ich glaube, jede Company, die nicht transparent arbeitet, nicht einfach arbeitet und kein Value mit reinbringt, die wird es in Zukunft schwer haben. Aber klassischerweise müssen das Ad-Networks sein. Ich glaube nicht. Ich glaube, wir tun sehr viel für den Markt, wir tun sehr viel für die Advertiser und ich denke, dass es eine Daseinsberechtigung für jeden gibt, der Value schafft. Ist Xumo auch so ein neuer Value, den Sie reinbringen in den Markt? Ja, Xumo ist tatsächlich eine Online-Videoplattform, eine Company, die wir auch akquiriert haben in diesem Jahr, die genau das, was ich gerade gesagt habe, diesen Value, diese Einfachheit mitbringt. Also Xumo macht wieder eine Plattform, sowohl für Publisher als auch für Advertiser und Agenturen, die Videoinhalte zu vermarkten, einzustellen, zu distribuieren und dann, das ist etwas sehr Neues, über alle Devices hinweg, über jedes Endgerät, sei es ein Tablet, ein Telefon, ein Mobil, Connected TV, großes Thema, oder online, es ist ganz egal, was digital ist, kann angesteuert werden mit Xumo und da sehen wir unsere große Stärke in dieser Multiscreen Distribution, das ist unser neues Wort für dieses Jahr.
Welcher Vorteil hat denn der Advertiser dabei? Der Advertiser kann das erste Mal tatsächlich ohne Streuverluste, ohne Frequenzverluste in der Reichweite, unabhängig vom Endgerät, seine User erreichen. Ich kann mit einem Video mich als Steffen Hoff beispielsweise erreichen, egal ob ich jetzt mobil mit dem iPhone bin oder ob ich das iPad benutze, ob ich Connected TV anschaue oder ob ich online bin.